Ihr könnt jetzt schon mal einen Oberschaft. Ein Stückchen da abspringen. Ja, easy first try. Weiß nicht, ja! Oh! Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Es geht wieder mit einem Zuschauer weiter. Der erste, das du zweit mal magst, der gute Juju. Hallöchen. Und Hallöchen. Diesmal traue ich alleine an, das letzte Mal braucht er Septics als Unterstützung. Ja, sicher. Easy. So, Freunde, sind wir mal gespannt. Ein Werk vom guten Chris. Wobei, den einfach nur Schrott, habe ich gehört. Ey, du hast fahren gelernt. Geh doch weg. Eieieiei. Häng ich am Zaun fest. Ah, okay. Muss ich jetzt hier die Wallride aufhalten? Ich geh mal vor. Ja. Du hast nicht mehr GTA-Modus angemacht, du Sack. Na ja, erstmal zum Reinkommen. Und außerdem, du wirst jetzt sterben. Okay, eine sehr interessante Art, einen Wallride zu bauen. Tack, jede Menge kleine Straße, merkt man, hier wäre ein Hugel drin. Oh. Jetzt die Frage, da ist es ein Jump. Ich spring mal einfach mittig ab, wir vertrauen mal Mapbauer. Wow, wird der. Nehmen wir rechts, links. Oh, wird der langsam. Halleluja. Schade. Nein! Ah, der kam was zu schnell da. Ich wollte dich natürlich nicht trollen, nicht, dass du auf sowas denkst. Nein, du doch nicht. Und da siehst du, dass das älter ist, das Werk. Es ist einfach gebaut. Ja. Aber wenigstens doppelt Höhe, damit man schon genügend Platz hat. Teileverschwendung. Guckt euch an, wie viele Teile die übereinander sind. Mir spielt die Kamera verrückt, das ist ja unglaublich. Unglaublich. Und ihr wisst ja, Freunde, Ole verschuldet an sowas. Oh nein. Ja. Sah geil aus, Juju. Sah geil aus. Please. Das heißt, Freunde, so, mal schauen, wo Juju landen möchte. Juju. Ich wollte erstmal reinkommen, ich hab doch nicht, also, hä? Sei froh, du wolltest so GTA-Modus haben, jetzt hier mit Raketen noch geiler. Das wollte, habe ich gar nicht gesagt. Da kommt er, Freunde, mal schauen. Ihr könnt jetzt schon mal einen Oberschaft. Ein Stückchen da abspringen. Ja, easy first try. Weiß nicht, ja! Oh! Ach, Juju hat sich geschafft, Freunde. Schon. Also, okay. Juju, du weißt ja, alle guten Dinge sind drei. Du bist ein kleiner Pisser, ey. Ja. Ihr zwingt mich ja immer dazu, Olef, und du. Ich muss mich schon nur gegen euch wehren. Und du weißt ja, Olef hat immer an allen Schuld. Ah, cool. Ja. Junge, aber Chris ist ja wirklich sehr großzügig mit seinen Landeflächen. Das ist ja da schon, ja. Für Anfänger gut geeignet, die Map hier. Auch wenn der hart dran stand. Aber wer weiß, was Xbox-Spieler unter hart verstehen. Das soll hart sein? Okay. Juju, wo bist du denn? Anwesend. Also... Ich würde sagen, weil so eine einfache Map hängst du so weit hinten? Ja, ich weiß nicht. Er nimmt die Landschaft die schönere Strecke, Freunde, heißt das auf Deutsch. Kann man so sagen, ja. Wow. Alle, hopp. Und! Ich weiß also nicht, Teile, ob das so gedacht ist, Freunde. Ja. Jo, da ist das der nächste Punkt, Freunde. Okay. Juju, wo bleiben Sie? Ich bin ein Punkt hinter dir, chill. I'm on my way. On my way. On my way. Oh, der war böse. Aber zum Glück haben wir Erfahrung. Aber... Ich hör vor, Chris hat hart dran geschrieben. Findest du das hart, die Map? Klar. Ah, okay. Meinst du, warum ich so lange brauche? Ah, okay. Ich dachte einfach, weil du so viel Skill hast wie Septics. Hä? Ja, bist du auch im Loop mir hängen geblieben? Ich hab keine Ahnung, was ich mache. Ich bin einfach wieder angefahren. Ich weiß nicht, ob er. Das sind so viele Speeds. Ich dachte, vielleicht hat er sich gedacht, dass du am Kopf lang rutschen sollst.
Ja, das hat nicht funktioniert bei mir. Bei mir auch nicht. Ich habe mich einfach umgedreht mit dem Reifen weitergefahren. Hat geklappt. Kannst du auch gut anfahren. Ja, wie soll man sich denn da so schnell rückwärts drehen? Andersrum drehen, meine ich. Nee, ich gehe davon aus, dass er das als Slide gedacht hat, so viel Speeds, die da drin sind. Das wird Sinn ergeben, wenn das ein Slide wäre. Ah, jetzt funktioniert das Slide. Ah, okay. Let's go. Hey, ho, let's go. Na, 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 na. Woo! Nein, nein, nein. Nein! Nein! Ah. Ich hätte auf meinen Instinkt vertrauen sollen. Freunde. Oh. Jetzt chill doch mal da runter. Das Tryhard hast du dann so. Ich dachte, das ist eine Hardcore-Map. Da muss ich mich ein bisschen anstrengen, dachte ich. Aber, ja. Was die Xbox-Spieler unter Hardcore verstehen, würden einige Leute sagen, ja, wird selbst Endre schaffen. Oh. Ich hab gesagt, dann wird selbst die Ente schaffen. Oh, okay, aber Freunde. Nur ganz knapp. Ich kann erst mal sagen, erster Platz, richtig verdient! Ja, fahr rein, ich will eine Zeitstelle, lauf jetzt. Und er hat eine Schaltschere von, und das heißt, wir hängen auf jeden Fall definitiv nur das zweite dran. Mal schauen, ob er die schafft. Er war 36 Sekunden hinter mir. Ich war ein bisschen langsamer, es wird eng. Easy. 22 Sekunden, Freunde. Ihr könnt ja schon schreiben, schafft er es oder schafft er es nicht? Wobei. Easy. Ah, easy. Ich hätte nicht abbremsen sollen. Disrespect, rückwärts reinfahren, ja. Er hätte jetzt überdrehen müssen und runterrutschen müssen. Dann wäre viel geiler geworden, Freunde. Nein. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, das heißt, wir hängen auf jeden Fall was Zweites dran. Bis gleich. So, Freunde, auf geht's zum zweiten Rennen im Very Hard Wall Ride diesmal. Bin mal gespannt, ob der hart ist als das vorige Teil. Und mit dem Centorno. Wer mag schon den Centorno? Ich. Mein Lieblingskarre. Ja, früher fand ich die auch geil, aber mittlerweile sind so viele andere geile Karren rausgekommen. Ja. Kann mich noch daran erinnern, auf PS3. Das war die geilste Karre, die es damals Ja, das war was auf der 3. Oh, guck mal. Da sieht man wirklich, dass ein älteres Werk ist, aber nicht gut connected. Da war eine Kante drin. Aber hier benutzt er auch schon Tubes als. Juju, was machst du denn da? Als ob dich. Ja! Du bist nicht. Ich bin runter die Tube gefahren und ich bin noch drin. Ja, als ob, Mann. Nein! Aber ich hatte nicht mehr genug Speed, um danach die Brücke zu schaffen. Oh. Sehr gut. Also, wie ich mich gerettet habe, war schon legendär. Also, sagen wir so, mit der Miets oder einem anderen Auto hätte ich mich wahrscheinlich gerettet an der Stelle, aber der Centorno. Wenn der nicht schnell ist, weißt du, kommt er sehr schwer hoch. Ja. Der ist ja mit T20 genauso, ne? Ja. So. Ab nach oben. Mein Auto sieht man hier nicht, Freunde. Er versteckt sich auf der Spirale. So langsam. Nein. Oh. Oh. Okay, das war Kammer. Ja, hier war kein Punkt. Oh. Ich könnte jetzt wahrscheinlich mit Franklin retten, Freunde, aber ihr wisst ja, ich mag den Franklin nicht, deswegen hab ich leider auch das Ende verkackt. Das Ende war böse. Muss auf jeden Fall Vollspeed mitnehmen, kann ich schon mal sagen. Ja, klar. Glaub mir nicht. Wow. Ja, wenn du sagst, ich soll Frank, du hättest Franklin mitnehmen können, dann glaube ich dir das natürlich nicht, ne? Viele sagen, Franklin ist ja okay, aber für mich Franklin cheaten Ende. Oh. Was? Ich hab zu viel abgebremst. Ich sagte, du musst Vollgas fahren. Ey, ja, Mann, ist klar. Er glaubt mir nicht, Freunde, und kriegt dafür sein Karma. Anime hat es. Ich bin Vollgas gefahren und bin ich auf die Plattform gekommen diesmal. What? Sehr gut. Hä? Okay. Warum sehe ich eine alte Schabracke auf der Werbeanzeige? Da gibt mir eine Augenkrebs, Freunde. Okay. Einmal Konzentration jetzt hier. So, jetzt fahre ich wieder Full Speed. So, jetzt kommt, Freunde. Jetzt kriegen wir es mal hin. Und da siehst du halt noch hier bei solchen alten Maps. Gab es doch keine Fake-Punkte. Okay. Easy. Easy peasy, lemon squeezy! Auto? Danke. Oh. Nein, 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 Juju! Ich wusste es irgendwie. Und diesmal, Freunde. Ich kann mich ja da unten hinstellen, damit ich aufpassen, dass da nicht irgendwie. Oh, das hat aber auch schon mal geklappt.
Aber diesmal fliege ich weit genug, okay. Ja, in den Baum rein. Weit und weit einen Baum auf der Plattform, weißt du? Und ich treffe den auch noch. Natürlich. Ah, Flughafen Allee. Allee. Oh, du gefällt der Bremse. Okay. Okay. Ach so, kleiner Sprung aufs Dach. Oh, wie süß. Ah, Karma. Ich hasse Karma. Okay, zwischen den Spiralen sind Sprünge drin. Okay. Muss auf die Spirale wahrscheinlich landen, oder? Ja. Was ist eigentlich das für eine andere Kreuzung? Falls jemand das nicht Vollgas fährt, ein Cheatweg quasi gesehen. Ein Septix-Weg. Gab's einen Cheatweg? Ja, wenn du die Spirale runterfährst, guck mal da, das ist eine Straße, die da lang geht. Ja, aber. Achso. Du hättest die Spirale nicht Vollgas fahren müssen, wie wir. Gar nicht gesehen. Eine geile, selbstgebaute Auffahrt, Chris. Hat so funktioniert, wie sie wahrscheinlich sollte. Oh. Ah, die hat nicht funktioniert. Aber heutzutage kann ich die Elemente besser bauen, muss ich sagen. Ja, heutzutage. Also, du siehst ja, sie ist Nummer 9 von ihm. Wie alt ist sie? Ja. So alt wie Chris. Oh, jetzt bitte eine Kamera. Oh, Alter. Halleluja! Halleluja! Und vor allen Dingen. Was kommt denn hier? Man merkt halt, dass es nicht doppelt gebaut ist. Oh, Junge. Finde ich aber gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ja, aber du merkst halt trotzdem, dass es rutschiger ist. Das ist. Hä? Ha! Oh, okay. Das ist halt Oldschool-Feeling, Freunde. Noch mal ein bisschen Oldschool-Feeling muss man so sehen. Ey, Junge, was kommt hier alles am Stück? Ja, die ganzen, ey. Nein! Ich hab auch noch nicht einen Punkt. Ah, jetzt, okay. Du warst vor mir drauf und ich hab nach so langer Zeit verkackt. Oh, meine Herren. Was hat sich da für ein Kreiselsystem hier zusammengebaut? Kann man ja wieder cheaten. Was? Okay, ei, ei. Chris, wir sind enttäuscht von dir. Kann man wieder cheaten. Chris, wir sind enttäuscht von dir. Ich kann links den Weg lang fahren, der da beim Zeppelin ist. Was? Ja. Ich fahr den mal zurück, mal gucken, ob ich... Das muss ich mir auch gleich mal anschauen und euch zeigen, Freunde. Aber erstmal probieren wir den Punkt jetzt hier zu holen. Wow. Aber der Wallride ist trotz allem richtig geil. Ja. Aber wenn man cheaten kann, Chris, warum? Soll das ein Training dann sein oder warum kann man nicht cheaten? Oder bist du einfach zu schlecht und hast es selber nicht geschafft und musst dir einen Cheatweg einbauen? War das eigentlich der Moment, wo man Karma fressen sollte? Ja, kommt noch, glaube ich. Oh, da sind etwas Stangen drin. Ab nach oben. Diese 8 Kanten drin. Da ist die Tube. Zum Glück war er zu spät dran. Ja. So, jetzt muss ich mir erstmal den Weg angucken, den er meinte. Mal den Cheatweg. Ja, hier links halt direkt. Hier, guck. Echt den Cheatweg, Freunde. Fahren wir mal hier runter. Dann kommen wir wahrscheinlich zu dem einen Punkt, wo wir schon waren. Ja. Wo fährst du denn? Echt, guck mal, Freunde, wir kommen zu den Zeppelin da. Ja. Das heißt, wir fahren jetzt hier runter, Freunde. So ein Stoppschild. Man könnte echt meinen, der Chris hat das selber nicht drauf gehabt, dieses Element zu fahren. Ja, aber doch, wird er schon. Ich glaube, das ist dann eher als Training so gedacht. Nein, ich war Chris halt gerade kein Skill. Finde ich geiler. Jetzt würde ich immer noch Karma fressen, ich sag's dir. Nein, ich bin immer so nett zu euch. Ich habe so ein Karma-Plus-Konto. Ja. Manchmal. Wohin jetzt? Das sieht irgendwie kopiert aus, das war wie das andere vorher. Ja. Zu der Zeit gab es ja auch noch Vorlagen, die es hier gibt, Freunde. Junge. Hä? Okay. Ja, okay, easy. Müssen wir nur auf die Straße. Ja, das ist ja wirklich easy peasy. Scheiße! Auf Ficken Arsch! Was mit dir passiert? Ich bin genau vor der Straße runtergefallen. Ich war einen Tick zu kurz. Sehr gut. Das war das Karma. Ich sagte, das ist zu easy, Freunde. Und was passiert? Man springt einen Tick zu kurz. Ja, moin. Wow. Finde ich schon gut, muss ich sagen, eigentlich. Also ich habe kein Karma verdient. Ich bin immer so nett. Also, wenn du das immer jetzt ersetzen würdest durch manchmal, vielleicht...
Immer. Okay. Nee, manchmal vielleicht. Boah, Junge, ich springe ja viel zu weit, meine Herren. Selten. Oh. Ach, ich habe das Spiel Angst, was erfunden. Mich kann man nicht darin schlagen. Guck mal, was ist auch so. Langsam mal werden. Ich hasse Zentorno. Warum Zentorno? Zentorno ist geil. Achso, okay. Tschüss, oh. Juju. War easy. Cheeto! Und Dose ja, auf Kopf. Aua. Ah, okay, jetzt kommt noch ein Wallride oder das war's das jetzt schon, Freunde? Ja, dein Windschatten. Also Windschatten ausgestellt, Robby. Ja, mach ich immer, ich weiß ja nie, was für Wallrides kommen. Meine, manchmal ist ohne Windschatten besser. Weil jetzt mit Fashion Leute, die Spiele, die heulen immer rum, wenn die Windschatten haben und die heulen sogar bei Kontakt rum am Wallride. Aber ich finde, Kontakt mit 2-3 Leuten geht immer noch. Okay. Oder wie siehst du das? Kontakt geht doch noch total klar. Ja, GTA-Modus, easy. Mach selbst den Stream GTA-Modus an. Wahnsinniger! Ich habe auch nicht so viele Leute, die mitspielen. Eigentlich. Ja, dann ist ein Vorteil. Aber wenn du damit mit so 25 Mann spielen würdest, könnte GTA-Modus unter Umständen tödlich enden, wenn es nicht gerade in Raketenrennen ist. Ja, nee, das würde ich auch nicht machen. Also, ich habe es auch schon ein paar Mal bereut, dass ich GTA-Modus angemacht habe. Meistens. Wie gesagt, wenn du mit 3-4 Leuten bist, finde ich es noch okay. Dann kann man sagen, trollst du ein bisschen und dann, wenn irgendwann sagst du, gut, dann ist es auch gut. Ja. Um mal weiterzukommen. Weil es gibt einige Leute, die übertreiben dann halt mal gerne. Ja. Er ist gerade einer online gekommen, der heißt Neon X Neon Denny. Ja, der übertreibt gerne. Ja, habe ich bei The Way heute eine Folge gesehen von den Losers von den doppelten Ehrenlord, wo die ihn rausgevotet haben. Ja, ja. Das war zu geil. Er ist ja sogar auf der Blacklist jetzt bei Marvin zumindest, ne? Kann ich verstehen. Meint er das, ja. Ich habe ja nicht dagegen, wie gesagt, einmal trollen finde ich ja auch noch okay. Aber immer zu respawnen, um immer den gleichen zu trollen, da hört bei mir auch der Faden auf. Ja, gut. Also ich meine nicht. Ja, wie gesagt. Einsamer ist ja okay. Das mache ich auch. Aber wenn ich dann sehe, dass es schon wieder gleich ist, denke ich, okay, der hat schon genug von mir gefressen. Den lasse ich erstmal in Ruhe. Das sehe ich zumindest so, damit die Leute auch ein bisschen weiterkommen, weil sonst macht es denen ja echt keinen Spaß mehr. Ja. Aber das Element, das ich echt kopiert, das guck mal, die schon wieder diese Kreiselfreunde. Ist auch genauso aufgebaut, dass 100 Pro hat das kopiert, dieses Element hier. Da war der Chris faul, kann man sagen. Wuhu! Nein, ich hab den Punkt noch nicht. Ich hab den Punkt noch nicht, Juju. Als ob. Ja. Lügenbolzen, ey. Wuhu. Geh mir weg. Und schon wieder. Ey, dieses Element, Freunde. Ja. Hauptsache ich. Ja. Hä? Ich hatte dich gar nicht berührt. Du fährst auch mal runter? Okay. Ich war abgebremst, du hast dich schon berührt, aber. Nee, bei mir wirst du dann sehen, irgendwann in der Aufnahme. Ich hab dich nicht berührt, bei mir. Bei mir bist du auch einfach nach rechts unten weggefahren. Hä? Der Mist geht ja, ey. Oh. Ist denn hier immer eine Spirale auf diesem Kreis? Verdammt, ich war zu schnell! Ah, nee, das ist die Spirale. Hä, ich bin verwirrt. Fahr mich langsamer, ich mach mich zu schnell sonst. Ja, nee. Nee? Schade. Kleiner Sack, ey. Ich wollte dich natürlich nicht reinlegen, nicht, dass du sowas denkst. Du doch nicht. Käme nie in den Sinn. Warum hänge ich denn jetzt hier? Hallo? Hui, Challenge! Ja. Schaff das nicht. Nee, wobei. Dabei geht Amos, dann wird es nicht schaffen, Freunde. 2-3 Annäherungsfehler und puff. So, Freunde, da kann man sagen, in der Kürze liegt die Würze. Eine kürzere Folge heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch allen nur einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Euer Anime-Fan. Ciao, ciao. Eieiei. Und der ist ohne Video. Er sagt nicht Tschüss. Haut rein.